Servus Leute, willkommen zu meinen Neuzugängen aus dem Monat Juni. Boah, den Monat habe ich Science Fiction, Hexen, dann Zeitreise, nochmal Zeitreise und ja, das, Dystopie habe ich auch noch. Geil. Fangen wir mal mit der Dystopie an. Ich habe im Juni ein Buch bekommen, das ich jetzt auch schon gelesen habe, zwar von Lily Panther, Priya. Das ist eine Dystopie, in der die Geschichte von einem Mädel erzählt wird, das in eine in der Zukunft im Jahr 2075, glaube ich, in einem Land spielt, in der vor 15 Jahren Revolution und ein Putsch war, und seitdem ist eine Diktatur, ziemlich derbe Diktatur, die den Leuten vorgaukelt, alles ist yay und alles ist toll, und eigentlich ist das der totale Überwachungsstaat, und keiner ist frei. Es gibt für die kleinsten Kleinigkeiten echt rigorose Strafen bis zu plötzlichen einfachen Erschießungen und so. Also es ist ein sehr interessantes, sehr cooles Buch, bei dem ich Testleser war und Korrektorat gemacht habe. Und vor allem ist es ein echt geiles Cover. Guckt mal. Ne? Dann dementsprechend, ich habe das leider nur auf dem Kindle, weil es, wie gesagt, das gibt es noch nicht als Buch, aber ich denke mal, ihr werdet es erfahren, ob ich es hier irgendwo mal einfließen lasse, wenn es demnächst erscheinen wird. Dann haben wir den ersten Zeitreise-Roman. Und zwar ist es Hourglass von Mira McEntry aus dem Goldmann Verlag. Gekostet hat es 12,99 und ist der dritte Teil von der Hourglass-Reihe. Ich fand die ersten beiden schon echt richtig derbst geil, und den hier hoffe ich doch auch. Ne? Die Reihe kann ich echt empfehlen, die fand ich echt toll. Ja, und dann habe ich ein und kein und doch ein bisschen Zeitreise-Roman. Ich weiß es noch nicht genau. Nämlich drei Stück gleich. Welche ist denn jetzt da der erste Teil? Ich glaube, Einsatz und Vergangenheit, Zwischenstation, Gegenwart, Endstation, Vergangenheit. Ich weiß es jetzt eigentlich gar nicht. Auf jeden Fall ist es, sind es drei Bücher von Sandra Neumann. Einsatzort Vergangenheit. Ein Zeitreiseroman. Lesen wir einfach mal vor. In Laura Simmons Leben läuft alles nach Plan und alles könnte perfekt sein, wenn da nicht ihr neuer Kollege Phil wäre. Zugegeben, er sieht unverschämt gut aus und ist äußerst charmant, aber er hat ein gewisses Händchen dafür, sie ständig auf die Palme zu bringen. Doch Phil hat ein Geheimnis. Er ist nicht nur Lehrer, sondern auch Zeitreisender. Zu schade, dass Laura es erst herausfindet, als sie versehentlich mit ihm in Shakespeares London landet und eine Rückkehr nicht sofort möglich ist. Der Weg zurück in die Gegenwart ist gefährlicher und aufregender als alles andere, was die Lehrerin bisher erlebt hat. Und sollten sie scheiden, wäre in ihrer Zeit nichts mehr, wie sie es kannten. Als hätte Laura nicht genug Sorgen, sorgt ein unerwarteter Kuss von Phil für völlige Verwirrung bei ihr. Wie kann es sein, dass er sie so aufwühlt und solche Emotionen in ihr weckt? Immerhin wartet zu Hause ihr neuer Freund auf sie.
Das sollten derartige Gefühle für den ungeliebten Kollegen keinen Platz haben. Oh, cool. Ich finde, es hört sich so derbe geil an. Ist ziemlich groß, das Teil. Also im Gegensatz zu Hexeninternat, vielleicht wisst ihr das ja, die kosten 6 Euro und du hast 125 Seiten auch noch groß geschrieben. Hier bekommst du was für dein Geld, Alter. Wow. Die haben so alle um die 300 Seiten, glaube ich. Ja. Boah, da ist sogar mehr. Schön klein geschrieben. Boah. Und puh. Da hast du echt ganz schön was für dein Geld. Das sind jetzt die drei Teile. Ich finde es echt schade, dass es ja, dass ich die jetzt in den beiden Covern hier habe. Du, in den beiden Covern. Und der erste Teil ist aber in diesem Cover, in denen auch die E-Books, glaube ich, sind. Ich finde es ehrlich gesagt meh. Sandra, warum? Warum? Immer die gleichen Cover und auch die gleichen Buchgrößen anbieten. Das ist echt meh, massives meh. Aber okay, wenn die Bücher und die Story geil ist, dann lassen wir das nochmal durchgehen. Ne? Und dann kommen wir, übrigens Sandra Neumann, auch Self-Publisherin und ich finde es sehr interessant und ich freue mich drauf, das zu lesen. Kommen wir zu den Hexen. Ha. Und schon wieder Self-Publisher, U.Voss. Boah, ich weiß gar nicht, ist das jetzt eine Frau oder ein Mann? Keine Ahnung. Paula und der Zauberorden 1. Lesen wir mal vor. Seit Ewigkeiten sind Paula und Lenny eng befreundet, doch ein fester Freund fehlt beiden noch. Nach 3 Jahren taucht Theo wieder bei einer Stufenfete auf. Leni war schon früher heftig in ihn verliebt und hofft nun auf eine neue Chance. Doch ihre beste Freundin Paula ist skeptisch. Dann passieren mysteriöse Dinge. Hatte Theo vielleicht ganz spezielle Gründe, 3 Jahre zu verschwinden? Und warum interessiert er sich auch für Paula? Noch weiß Paula nicht, dass Theo sie im Auftrag des Kosmosordens beobachten soll, weil sie magisch begabt ist. Denn der Kosmosorden unterhält eine Schule für angehende Zauberer und Hexen. Aber viel gefährlichere, dunklere Kräfte beobachten sie ebenfalls. Die Handlung spielt in Münster, im Münsterland, im Venermoor. Dort ballt sich Unheil zusammen und wird zu einer ernsthaften Gefahr für alle. Yay! Ich weiß nicht, ich habe irgendwie für solche Bücher, halt, das ist der zweite Teil hier, guck mal. Ich hoffe für sowas, selbst das Cover ähnelt irgendwie dem Hexeninternat. Aber die Story hört sich cool an und irgendwie gefällt sie mir. Und die Bücher waren günstig, keine Ahnung, war nicht teuer. Also, sie sind zwar jetzt auch alle nicht so dick, aber im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel Hexeninternat ist das Teil schon weit über 200 Seiten dick und auf den Seiten da ist auch was drauf. Also das hier auch, das ist schön, noch
füllig geschriebene, zu riesengroße Buchstaben. Also da ist schon, das ist schon ja auch knapp 200 Seiten und der dritte Teil nicht ganz so, der hat so 150 Seiten, aber es ist ja, das ist schon in Ordnung. Ich freue mich drauf auf die Teile. Ja, und ich blende es euch mal hier ein. Von Laura Newman, Coherent, ist auch ein Neuzugang im Juni. Leider gibt es das noch nicht als Taschenbuch oder als Hardcover, denn es wird tatsächlich, so viel ich weiß jetzt, auch eine Hardcover-Version von Coherent geben. Da bastelt gerade Laura dran rum. Und wenn, dann werde ich mir auf jeden Fall diese Hardcover-Version holen. Das sind doch tatsächlich die Daten von den letzten paar Minuten von meinem Video, das ich jetzt gedreht habe, irgendwie kaputt gegangen, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die total unbrauchbar, aus was für einem Grund auch immer. Egal, drehen wir halt nochmal. Ja, ich war bei Coherent und es gibt in Zukunft nicht nur die Taschenbuchversion, die E-Book-Version ist ja eh klar, und die Taschenbuchversion, sondern es wird auch, so was ich gehört habe, eine Hardcover-Version von Coherent geben. Ja, soweit waren wir. Ich werde mir sie auf jeden Fall besorgen. Ja, das ist immer so eine Sache. Was ich so gehört habe an der Hardcover-Version, ja, nee, da verdient die Autorin, die Laura, wahrscheinlich keinen Cent dran. Das ist für solche Freaks wie zum Beispiel mich, die einfach so ein Hardcover Fetischist sind, und ich liebe Hardcover, ich würde mir immer, wenn ich die Wahl hätte, die Hardcover-Version von einem Buch kaufen, wenn es denn eine gibt, und so bin ich der Laura unendlich dankbar, dass sie tatsächlich hier ein Hardcover rausbringen will. Ja, aber ja, kauft das E-Book auch. Ne? Das könnt ihr ja dann eben mitnehmen, und außerdem verdienen die Autoren, vielleicht wisst ihr das, einfach an die E-Books mehr, also vor allem die Self-Publisher, und die müssen ja auch von irgendwas leben, denn deswegen, ne? Um ja, um Zeit zu haben und ja, für uns diese tollen Geschichten zu schreiben. Ne? In diesem Sinne, kauft E-Books, aber kauft am besten gleich immer noch das Tagebuch auch dazu. Ja. Ja. In diesem Sinne, Hauptsache, ihr lest mal wieder was. Ciao.